Willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Im letzten Part haben wir uns die gute Ines hergeholt. Die hat uns einen Stab gegeben, und zwar den Schauerstab, den wir aus Kapitel 2 schon kennen. Und mit dem können wir jetzt dem Drachenfürsten quasi einen Schritt näher kommen. Denn den brauchen wir, um eben den Drachenfürsten besiegen zu können. So, wo ist denn der überhaupt? Bin ich blind? Ich würde ganz gerne... Ah, da oben. Ich würde ganz gerne einfach eine normale Truhe packen, weil, ja... Der hat sonst Platz verbraucht einfach, so. Gut. Im heutigen Part wollen wir weitermachen. Mit der Erkundung hinter dem roten Teleportal. Und auch die anderen Weisen suchen. Denn die sind ja auch auf dem Weg hierher. Und da Ines eine von denen ist, schätze ich auch mal, dass Barbarella eine von denen sein wird. Und ja, wahrscheinlich auch der Typ aus dem ersten Kapitel. Mit dem roten Bart. Dessen Name ich irgendwie vergessen habe. Voll doof. Aber irgendwie ist mir sein Name echt entfallen. Keine Ahnung warum. Wie hieß denn der nochmal? Ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr. Das ist voll komisch irgendwie. Vor allem, weil es so ein wichtiger Charakter aus dem ersten Kapitel war. Ansonsten, weiß ich die meisten Namen aus dem ersten Kapitel eigentlich auch nicht mehr. Außer halt Pidi. Was ist das Blaue denn? Ist das Diamant eventuell? Etwas, was wir noch nicht abbauen können. Das ist auch neu, das Gelbe. Ich dachte, das wäre Gold, aber es ist was Gelbes. Und Rubin haben wir jetzt auch schon wieder in den Kapitel. Jetzt können wir das Ding auch herstellen. Sehr herstellen, sehr schön. Das heißt, wir werden definitiv noch einen stärkeren Hammer bekommen, schätze ich mal. Wenn wir jetzt hier schon neue Steine haben. Wobei doch, das Gelbe kenne ich, stimmt. Das Gelbe kennen wir aus dem ersten Kapitel. Das war das Zeug, mit dem wir doch dann den Kentlin-Schild hergestellt haben, oder nicht? Aber das Blaue ist, glaube ich, echt neu. Oder? Es könnten auch... Also entweder sind es Diamanten oder Saphire oder sowas. Keine Ahnung. Mal gucken. Werden wir wahrscheinlich rausfinden. Falls wir es irgendwann brauchen, können wir uns merken, dass es in der Höhle drin ist. Wisst ihr was? Ich werde mir in die Höhle mal die rote Kurskugel reinsetzen. Dass ich weiß, dass das in der Höhle drin war. Ist, denke ich mal, eine ganz gute Idee. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen Sand ab. Wobei, Sandstein ist keine gute Idee. Normalen Sand meine ich. Dann können wir wahrscheinlich auch Glas und sowas herstellen wieder. Hier ist normaler Sand. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und wir brauchen ja allgemein Sand für unsere Itemliste. Deswegen ist es ganz cool. So. Hier ist wieder das blaue Zeug. Oh, eine Truhe. Mit... Oh, eine Fresskiste. Au. Wow. Böser Crit. Und tschüss. So. Kann ich eigentlich hier drin das Weihwasser benutzen, um diese komischen Steine hier zu verändern? Ja, cool. Mehr Eisen für uns. Ich nehme es mit, würde ich sagen. Komm. Oh, ich habe sogar Rubin gefunden. Das ist praktisch. Und keine Ahnung, was das gelbe Zeug war. Aber hat man im ersten Kapitel echt nochmal einen stärkeren Hammer bekommen? Ich weiß gerade echt nicht mehr. Wenn ja, wie hieß der denn? Gab es einen Stahlhammer? Und wenn ja, warum haben wir den noch nicht? Weil wir haben ja Stahl. Oder kann man das
Stimmt, das konnte man mit den knalligen Kugeln abbauen, nur ich erinnere mich. Obsidian war das, glaube ich, das gelbe Zeug. Geht das Plaudern auch nur mit den knalligen Kugeln? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Du. Boom. Ja! Und es ist Saphir, oder? Zenithium. Eigentlich hatte ich Orichalcum. Stimmt, Orichalcum war das. Das ist tatsächlich ziemlich spannend. Das Zenithium. Wegen der Dragon Quest Teile für den DS, der Remakes von Dragon Quest 4 bis 6, weil das ist ja die Zenithia Trilogie und in der gibt es ja das Zenithia Schwert und so und wo du lebst. Vielleicht ist es halt eine Anlehnung daran, vielleicht ist das das Metall, aus dem das Zenithia Schwert gespielt ist oder so. Das wäre ziemlich cool. Cool. Finde ich gut, dass es das hier gibt auf jeden Fall. Jetzt haben wir direkt erstmal ein bisschen was davon geholt. Bringen wir dich mal ganz kurz um. Einfach nur aus Prinzip. So. Und dann will ich nochmal kurz in die Höhle rein. Weil hier gab es mehr von dem Zenithium. Kann ich die wieder abbauen? Und bumm. Sehr schön. Du warst neben der Block, deswegen bist du nicht durch die Explosion gestorben, warum auch immer. Cool. Okay, ich denke mal, damit können wir einiges anfangen im Verlauf des Kapitels. Gehen wir wieder raus. Oder auch nicht. Aber gleich. Das ist echt sehr schön. Vor allem, ich finde das Blau voll schön davon. Es ist ein voll schönes Blau, finde ich. Ich bin ja allgemein ein großer Fan von der Farbe Blau. Und deswegen passt die da voll. Schnee gibt es jetzt hier auch, oder was? Oder was ist das hier? Oder Eis halt, meine ich. Ja, okay, cool. Ha, wirklich cool. Das ist interessant. Hier voll die Eiswüste quasi. Könnte man sagen. Das ist cool. Und dich bring ich auch mal um. Du scheinst sogar ein besonderer Gegner. Oh Gott, Hilfe. Zu sein, weil du. Mann! Weil du ziemlich viel aushältst, wollte ich sagen. Muss ich noch was dazu sagen, wie unfair der Tod war? Nein, gut. Ich wollte mich gerade heilen, dann kommt von hinten so ein verfickter Geist und bringt mich um. Das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Ja, ich bin ja eh schon in die... ich kann nicht mehr reden. Ich bin ja eh jetzt in jedem Kapitel gestorben. Halt die Schnauze, so scheiße, dieses Dingsviech hier. Oh, jetzt kann ich meine beste Rüstung herstellen. Cool! Ich bin ja eh in jedem Kapitel gestorben, außerdem... Erst, deswegen... Nee, im ersten auch. Oder außer im zweiten bin ich in jedem gestorben. Deswegen bin ich da schon dran gewohnt. Aber im zweiten war es ja auch gefühlt unmöglich zu sterben, weil da halt tausende von den Heilkräutern verfügbar waren. Da man sich immer welche von den Dorfbewohnern quasi herstellen lassen konnte in der Kräuterküche.
Das war halt mega praktisch. Kannst du einfach stehen. Ja, ist aber richtig cool. Da bleibt einfach stehen. Und man läuft ihn rein. Meine Güte. Was machen eigentlich Krabben hier? Bei einem Skorpion. Muss man das hinterfragen? Nein, muss man nicht. Gut. Hier hast du auch mal meinen Triangriff. Du kannst das zwar auch, aber ich kann es besser, du Mistvieh. Du bist übrigens voll hässlich. Dein Kopf sieht mega seltsam aus. Du bist Kackvieh. Dun, dun. Ich hasse es so sehr. Oh ja, ich hasse es. Bam, 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 bam. Jetzt stirb doch endlich. Du bist so dumm. Muss ich die eigentlich besiegen oder wie ist das? Vielleicht sind das halt die Gegner, die ich in den Kapitel besiegen muss. Statt halt, Giganten oder Trollbossen oder so. Das Vieh diesmal. Wer weiß. Ich hoffe, du klopfst mir was Gutes. Ansonsten, ja. Müssen die Entwickler leider dran glauben. Es gibt mir endlich irgendwas und stirb. Du hast deine Existenz mehr verdient. Der droppt mir nix. Alles klar. Das war überhaupt keine Zeitverschwendung. Oh, die blöden Viecher. Mann, ich kann mich halt auch nicht mehr bewegen. Darf ich euch bei der Beine mal was erzählen? Ah. Ja, scheinbar wieder eingebaut, wie im ersten Kapitel. Sehr schön. Ich mag, dass das hier so ein bisschen... Oh, jetzt habe ich ernsthaft... Hä? Hey, ich finde den Block hier. Hallo? Ist da jemand? Ich will mal dein Monster haben, ich lebe nicht begraben. Ah, oh, ne, das ist wirklich der. Ich habe seinen Namen wirklich vergessen. Sie haben mich in ein massives Feld eingeschlossen und ich komme nicht mal frei. Bitte, lernen wir doch bis zu mich heraus. Dieses Gestein ist unglaublich hart. Ja, ich weiß. Das Ding ist halt bloß, ich habe alle meine verdammten explosiven Kugeln in dem... Achso, hier ist Ende, toll. Ich wollte halt rüber schwimmen zu dem, zu der Festung da. Ich habe alle meine explosiven Kugeln verbraucht, als ich gerade eben in der Höhle war. Ist halt wieder richtig typisch. Aber was soll's. Ach, okay. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine andere Insel, oder? Nee, ist es nicht. Da komme ich über einen Umweg hin. Wenn ich jetzt hier nicht durch Zufall irgendwo knallige Kugeln finde, dann ist das halt echt ziemlich doof. Weil ich dann... Ja. Nochmal zurück müsste und nur wegen dem Typen den aufsprengen müsste. Wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen irgendwie. Aber der war ja auch im ersten Kapitel damals eingebaut. Jetzt habe ich den Namen von so einem wichtigen Charakter vergesse. Ist voll dumm. Voll dumm. Halbe Welt. Was? Oh ja, ist verschlossen. Uncool. Toll. Kannst du gehen? Du genauso, bitte. Ich überlege gerade krampfhaft über seinen Namen. Jetzt haben wir sogar Lava. Und die Gegner, die es bisher im Spiel noch gar nicht gab, oder? Aber es sind sehr bekannte Train Quest Mod. Okay, das ist sehr bekannt. Bisschen bekannt, sag ich mal. Die gab es im ersten Teil eigentlich schon. Aber ich kenne die aus Train Quest 9 persönlich.
Beziehungsweise habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ja, das war fair. Meine Güte. Ich habe keinen Bock mehr, hier herumzulaufen. Oh, ich finde die Schoten sehr schön. Rippchen. Alles klar. Ah, die konnte man gar nicht ausgraben als Pflanze. Uncool. Ja, und hier im Lavagebiet wird wahrscheinlich Barbarella gefangen sein, schätze ich mal. Oder was auch immer sie mit ihr gemacht haben. Die Monster. Kann das sogar sein, dass das hier eventuell ist? Dem Ding hier drinne. Wenn nicht, was ist dann da drinne? Lass es uns herausfinden. Eine Truhe, okay, meinetwegen. Meinetwegen. Ist der Hammer jetzt ernsthaft nicht stark genug dafür? Och man. Bam 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 bam. Bam bam. Stell mir jetzt eine Kurskugel auf, dass ich weiß, dass ich hier noch hin muss. Voll doof. Oder kann ich das auch aufsprengen, eventuell? Muss ich mal probieren. Ich stelle mir jetzt eh neue kleine Kugeln her. Aber ja, ich wollte euch ja vor was erzählen, habe ich ja gesagt. Dann habe ich es bloß wieder voll vergessen irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen. Inzwischen geht mir das Spiel so ein bisschen auf die Nerven. Also. Oh, da brauche ich drei. Versteht mich nicht falsch, ich mag Dragon Quest Builders echt gerne, aber es zieht sich langsam einfach. Ich mag das vierte Kapitel von all bisher am wenigsten. Nicht, weil es irgendwie nicht cool ist, ich finde es von der Atmosphäre an alles schon cool, aber einfach, weil es nervig ist. Also das klingt jetzt wieder so von wegen, ich heule rum, weil das Spiel so schwer ist oder so. Nein, aber... Ja, es zieht sich langsam einfach. Ich weiß auch nicht, es zieht sich einfach. Und deswegen, ja. Wäre es ganz cool, wenn es langsam enden würde, ganz ehrlich. Ich mag das Kapitel echt gerne und so. Ich mag das Spiel auch echt gerne und so. Aber langsam wird es mir einfach zu viel. Und es zieht sich zu sehr. Weil ich will halt langsam Platz haben für neue Projekte. Das ist auch so ein Ding, was da mit reinspielt, der Faktor. Neue Projekte. Und deswegen zieht sich das LP für mich eben auch. Eigentlich ist es blablabla. Eigentlich ist das Spiel ja voll okay von der Länge her, aber... Ich weiß auch nicht. Naja, ich will jetzt mich weiter beklagen, beklagen darüber. Es ist trotzdem ein ziemlich cooles Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Und es macht mir immer noch Spaß und so. Keine Frage, weil ansonsten hätte ich ja gesagt, nee, spiele ich nicht mehr weiter. Aber doch, es macht mir Spaß und alles. So. Gib mir deine Splitter, liebe Felsbombe. Gib sie mir, ich brauch sie, bitteschön. Bam, 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 bam. Was auch mal cool wäre, wäre, wenn wir langsam mal so ein Kaktus-Ding jetzt zum Beispiel kochen könnten. So ein Kaktus-Steak, wie eben mit der 3. Das ging vorhin gar nicht, oder am Ofen? Oder hab ich mich verguckt? Bam, bam, bam. So, wo sind die Felsbomben? In der Wüste muss ja noch irgendwo eine sein. Sehr schön. Felsbomben, kommt raus. Ich will mit euch spielen. Bam, 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 bam. Wo ist denn da oben? Und da komme ich her, oder? Ich weiß es nicht. Oh, oh, mm.
Warum ist da keine Face? Ah. Da. Okay, alles klar. Bring mir dich um. Kamikaze. Da hat Dragon Quest 11 hält in Smash Bros. Also her. Nein, Spaß. Das war eine Fähigkeit, die er hält von Dragon Quest 8 in, Dragon Quest 8 eben konnte, Kamikaze. Allgemein ist das eine Dragon Quest Fähigkeit, die Facebomb halt, wie gesagt, gerne mal machen. Aber wie gesagt, hat er eben auch der Dragon Quest 8 Held. Und da hat Sakurai wahrscheinlich einfach gedacht, okay, da wir den Helden auch einbinden, kann das einfach ab jetzt jeder Held. Ja. Finde ich auch immer interessant, die Fähigkeit halt. Auch wenn sie irgendwo dumm ist. Weil ich verstehe nicht, was das bringen soll, sich umzubringen, halt bloß, dass der Gegner auch stirbt. Irgendwie ist das dumm, keine Ahnung. Oder sehe ich den Sinn dahinter einfach nicht. Weil ich meine, dadurch kassiert man ja auch einen Tod. Aber reden wir nicht über Smash Bros. Wir sind ja gerade in einem Dragon Quest Spiel. Und das ist was anderes als Smash Bros. Bam, 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 bam. Und du bist auch neu. So ein rotes Vieh haben wir noch nie gesehen von euch. Und du kannst ja Code droppen, cool. Ist das hier für ein Block? Keine Ahnung. Vielleicht Silber oder so. So, Lava habe ich jetzt mal auch mitgenommen, weil wir die bisher noch nicht hatten. Düm, düm. Oh, was? Ist hier oben Monster oder was? Ah, ne, die dort. Ah, Barbarella. Hi. Hier bist du also. Wie praktisch, dass hier eine Kanone rumsteht. Um. Boah, ihr macht viel Schaden. Aber ihr macht auch viel Schaden. Ist auch überhaupt nicht unfair, dass sie mich hier überall treffen können, quasi. Ja. So. Nehme ich kurz mit. Und bring jedes Monster um. Das war jetzt auch nicht knapp. Na komm, stirb. Und ein Heilkraut rum, sehr schön. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, es ist mir recht. Da muss ich nicht, zu drüber schießen. Ah, der ist schon tot. Perfekt. Jetzt liegt bloß ein Drop da unten in der Lava, egal was soll's. Okay, jetzt sind die blöden Viecher, die hier so rumzaubern können, weg. Jetzt kann... Ah ne, er kann sowas auch, okay. Und tschüss. So, jetzt bist du noch du da drüben dran. Dim, dim. Oh. Ups. Jetzt habe ich die Kanone fast selbst zerstört. Und meine Eisenrüstung habe ich auch zerstört damit. Uncool. Ja, die nehme ich ja mit. Die kann mir schon helfen. Ah, starke Sache, Junge. Du hast diesen zänkischen Zecken eine ordentliche Abreibung verpasst. Das war gar nicht übel, muss ich das schon sagen. Marvin, bist du das? Was zum Geier treibst du denn hier? Hä? Rubus hatte dich losgeschickt, um nach den heiligen drei Weisen zu suchen und nun hast du deine eine davon gefunden? Haha, wo er den Kopf gestoßen? Was? Was würde eine mit meiner Visage denn für eine heilige Weise abgeben? Wenn ich es mir recht überlege, halt besser einfach die Klappe. Ich hatte sowieso nach dir gesucht. Ich habe ein Geschenk für dich. Habe ich zumindest, bis die verflixten zänkischen Zecken angekommen sind und ihre Kumpels mir gemobst haben. Wir sind in den Turm da drüben. Was meinst du, sollen wir es uns zurückklauen? Wenn wir den Sonnenstein erstmal wieder haben, können wir ihn zu diesem Schloss bringen, was du gebaut hast. Ich find's prima, dass wir uns wiedersehen, Marvin. Es hat noch so ein paar Schädel weich klopfen, wie in den guten alten Zeiten. Ja, alles klar. Dip, 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 die Geräusche. Ja, ohne Rüstung ist das ziemlich uncool, ehrlich gesagt, aber okay, was soll's. Da hinten ist auch irgendein Turm, den ich aufschießen kann. Ich hätte aber schon ganz gerne den Drop von dem Vieh, deswegen... Ah, springen wir einmal ganz kurz in die Lava rein. Gah. Man weiß ja nie, wofür man es brauchen könnte. Deswegen nehme ich es lieber mit. Ah.
So. Und schön hier hoch. Au. Das tat nicht weh. Oder. So. Ja, das Heilkraut da. Ich will schon haben. Ist mir egal, ich will es haben. Mehr Heilkraut ist immer gut, auch wenn es nur eins ist. Bam, bam. Jetzt gibt es mir her. So. Wo ist meine Kanone hin? Ach, da. So. Dudidu. Du bist eine Fallkiste, oder? Na, war klar. Okay. Nice. Jetzt hat sich der Kanone selbst zerstört, aber ist mir egal. Das war geiler Schaden. Damn. Oh, falsches Schwert. Damn, damn, damn. Au, ich bin gleich tot! Und cool, ich bin gleich tot. Geh weg. Das ist uncool. So wie dass du dich heilen kannst, ist auch uncool. Varella, kannst du nicht sterben, bitte? Das ist mega uncool. Klar! Konnte ich auch voll sehen, als das blöde, hässliche Mistvieh da jetzt ankommt. Hey, ich hab... Mann! Ja, halt die Schnauze. Ich hab keinen Bock mehr, ständig zu sterben. Habe ich den eigentlich noch? Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich nicht genug Stahlbahn. Leck mich am Arsch. Sorry für die Ausdrücke. Ich bin auch einfach nur genervt davon. Gut, dann begeben wir uns jetzt wieder dahin und sind auch gar nicht angepisst davon. Ah, nee, mein Schild ist auch kaputt. Guck mal an. Als habe ich nie ausgerüstet, scheinbar, ich kluger Mensch. Mann, bin ich klug auf jeden Fall mal wieder. Super. Mein Eisenhammer kann ich auch gebrauchen. Und mehr knallige Kugeln. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Habe ich da hinten aus Versehen irgendwas zerschossen? Das sieht nämlich so aus. Ups. Naja, was soll's. Uff. Einfach mal ein heißes Lava-Bad nehmen. Aber ich finde es sehr angenehm an Dragon Quest Builders, dass es nicht so ist wie Minecraft, dass man quasi direkt stirbt in der Lava. Bam, 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 bam. Das ist sehr angenehm, oh ja. Ha. Okay. Sehr schön. Ein Lebenssamen. Nett. Nett. Badawam. So, sehr schön. Licht nehme ich auch damit, logischerweise. Denn dich brauche ich. Bom, bom. Sehr schön. Und dann geht's, aua, wieder darüber. Oh nein. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt eventuell wirklich so ziemlich alle Rezepte aus den ganzen Kapiteln bekommen. Das wäre voll cool. Dass ich mal auch selbst wieder solche Kanonen und sowas herstellen kann. Das wäre episch. So alle Rezepte halt vereint zu haben quasi. Dim, dim. Mal gucken. So, jetzt der ganze Scheiß nochmal.
Und dann kümmern wir uns im nächsten Part um, ja, ich habe den Namen immer noch vergessen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Sind jetzt die ganzen Monster auch wieder gespawnt? Ne, okay, die Todbahn sind auch tot geblieben, das ist aber toll. Oh, please. Nein, falsche Richtung. Ah, das macht Spaß. Warum trifft die jetzt nicht? Sonst hat die doch auch immer so Aiming quasi gehabt, dass sie den perfekt trifft. Was soll's. Und tschüss. So, vertrautes Licht. Sonnenstein, sehr schön. Oh, die Sterbeanimation ist so schön. Für das Vier. Ich brauche Items für mein Inventar. Einfach alles mitnehmen hier. Why not? Badi badu. Das ist ja schön. Warum kann ich den Plot nicht kaputt machen? Das verstehe ich nicht. Aber okay, was soll's. So. Aber wisst ihr was? Ich schneide mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich bei dem Typen wieder, dass wir sein Gefängnis auch noch heute aufbomben können. So, das mal wieder. Geht das eigentlich auch jetzt mit der Kanone oder muss ich da wirklich eine knallige Kugel für machen? Nein, wir haben ja beides. So. Haben alles zerstört, außer den Block. Alles klar. Oh, wir können uns hier Dachel-Dings holen. Cool. Bam, 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 bam. Ja, ich weiß, dass du da bist. Ich brauche nur meine knalligen Kugeln. Und bumm. Weg da, Barbarella. Wow! Ja, das ist er. Ich bin frei! Gott, ist er, er war es! Hui! Nee, das sag ich eher. Ein Schleim, glaube ich, oder? Hui, was für eine fantastische Explosion! Aber wer ist das denn, ein Mensch? Ah, und nicht nur hier gegen einen Mensch, sondern dieser Bauer, von dem alle die ganze Zeit reden. Wenn wir ihn so schlecht machen, haben wir euch bestimmt ganz viel Eisleim. Oh, euer Exzellenz. Ich habe eine Aufgabe für euch. Besiege seine Exzellenz. Okay. Hihi, ich hab euch, euer Exzellenz. Drückt ihn platt. Macht ganz viel Mut aus ihm. Kann das sein, dass das der Schleim aus dem ersten Kapitel ist? Der irgendwie böse geworden ist oder so, eventuell. Das wäre ja cool. Ich habe seinen Namen auch vergessen. Im Englischen ist er glaube ich, Splatrick. Aber im Deutschen? Manfred, glaube ich. Au. Voll gemein. Au. Und jetzt kommt dieser scheiß Skorpion da noch an. Das ist uncool. Ich mache mal Angriff ein bisschen stärker, würde ich sagen. Dann geht's auch schneller down. Mist viel. Pass doch auf, Barbarella. Ey, die KI ist in dem Spiel so schlecht einfach. Oh, jetzt ist sie wirklich noch gestorben. So. Na, wie geht's? Roy, genau. Danke, mein Junge. Wenn du nicht gekommen wärst, dann... bei meinem ungläubigen Augen. Marvin, du bist es. Du bist es wirklich. Oh, mein lieber Marvin, oh, 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 ist ja so lange her. Oh, ich freue mich ja, so dich wieder zu sehen. Oh, oh, oh. Ich hatte irgendwas mit R im Kopf. Ich wollte Robert die ganze Zeit sagen oder sowas, aber Roy, genau. Was? Ob ich einer der heiligen drei Weisen bin, die von der gütigen Rubis persönlich nach Tantity geschickt wurden? Aber natürlich, wer außer dem Altbürgermeister von Kentlin könnte mit so einer richtigen Aufgabe vertraut werden.
Das ist die Rolle meines Lebens, Junge. Leider hätte ich meinen großen Auftritt fast vermasselt. Ich war auf dem Weg hierher, um mir bei der Vorbereitung auf den Kampf gegen den Drachenfürsten zu helfen, wie die Göttin gesagt hatte. Doch als ich diese Insel erreichte, wurde ich sofort vom Monster angegriffen und das göttliche Artefakt, das man mir anvertraut hatte, wurde mir gestohlen. Siehst du diesen schleimischen Schleim da drüben? Er ist der Übeltäter. Los, Marvin, erteile diesem Schuft eine Lektion und hol das Emblem von ehedem zurück. Okay. Oh nein, Eure Exzellenz. Verklebt mir, bitte mach mich nicht platt. Wenn du mich nicht erdrückst, kriegst du einen klebrigen, stinkigen Schleim an den Finger. Da steht nicht nichts. Das willst du auch wohl nicht, oder? Ich geb dir auch das goldene Emblem wieder, aber du musst mir auch versprechen, mich nicht zu unterdrücken, bitte. Und tschüss. So, kommt es mit, Roy? Gut gemacht, mein Junge. Du hast das Emblem von EOD wieder beschafft. Dieses Emblem ist das Artefakt, das die Göttin mir anvertraut hat, damit ich es dir nach Schloss Tantike bringe. Wie es aussieht, wirst du es brauchen, um einen sogenannten Regenbogentropfen herzustellen. Ein Gegenstand, der entscheidend zum Niedergang des Drachenfürsten beitragen wird. Und jetzt ist meine Mission abgeschlossen. Das Emblem von Ehedem ist sicher in deinen Händen und dort soll es auch bleiben. Also, was meinst du? Sollen wir uns dein Schloss zurückziehen? Ich muss dir noch etwas anderes geben, aber es kann warten, bis wir wieder in der Zivilisation sind. Ja, was auch immer. Oh, was siehst du denn für ein Gesicht? Du siehst ja aus, als hättest du gerade eine Fliege verschluckt. Ach, bei meinen tränenüberströmten Wangen. Oh, du möchtest mich nicht, dass ich in deiner neuen Stadt bleibe. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Was? Das soll denn nur ein Scherz sein? Hohoho, maulende Schlingel. Mit deinen Streichen bringst du mich eines Tages noch ins Grab. Komm jetzt, mein Freund. Reisen wir weiter nach Schloss Tantike. Ich kann jetzt kaum erwarten zu sehen, wie du es eingerichtet hast. Okay. Ich habe keinen Chimärenflügel mehr, oder? Ja, das sind ganz normale menschliche Geräusche. Als ob ich noch weiß, wo... Ich hin... Okay, da oben. Hin muss, wollte ich sagen. Dich nehme ich kurz mit, weil du... Ja, Teufel, das Fell. Das ist ja schön. Das Fell brauche ich. Unbedingt. Genau. Okay, ich drücke euch einfach. Das Fell brauche ich unbedingt, weil man damit. Verpiss dich. Weil man damit. Oh, ich hasse dieses Spiel. Den Teppich herstellen kann und so. Ihr wisst schon. Falls wir einen Teppich brauchen irgendwo. Ich habe mir vorher welche mitgenommen aus dem... Ups. Aus dem Dings, aber egal. Oh, hol den Hammer raus. Meine Güte. Stirb. Gut, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Enttäuscht. Hier haben wir einfach... Wow, dankeschön. Bumm. Nein, nicht den Troll angreifen, mitkommen. Den Troll ignorieren wir, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, war es das vom heutigen Part. Im nächsten Part geht es dann weiter. Achso, hier bin ich. Im nächsten Part geht es dann weiter und wir werden dann die nächste Aufgabe annehmen. Besser und ciao, euer Vibro, tschüss.